Rabatt machen für eine gerechte Bezahlung. Mit Trillerpfeifen, Rasseln und Plakaten sind am Dienstag mehr als 500 Amazon-Mitarbeiter durch die Bad Hersfelder Innenstadt gezogen. Die Beschäftigten der Frühschicht waren dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und hatten ihre Arbeit niedergelegt. Tarifvertrag, den wollen wir! 4, 5, 6 und 8! Sonst wird der Amazon-Stress gemacht! Für die rund 3.300 Beschäftigten in Bad Hersfeld fordert Verdi unter anderem ein tarifliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sowie eine Bezahlung nach dem Einzelhandelstarifvertrag. Offizielle Tarifverhandlungen hat Amazon bisher jedoch abgelehnt, deswegen sagt die Gewerkschaft dem Versandhändler jetzt den Arbeitskampf an. Es geht auch einfach darum, dass man eine gewisse Sicherheit erlangen kann durch den Tarifvertrag, dass man nicht mehr vom Arbeitgeber wahllos gehandhabt werden kann. Ja, wir leisten sehr viel Arbeit. Amazon verdient Milliarden an uns und dafür wollen wir auch entlohnt werden. Und nicht nur mit Aktien, sondern mit Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und mehr Lohn und einem Tarifvertrag. Weil wir einen Tarifvertrag haben möchten nach Einzelhandel und nicht nach Logistik. Wir sind ein Geschäft, wir verkaufen ja auch. Am Lullusbrunnen demonstrierte die Gewerkschaft Stärke. Wir werfen jetzt vor, diese Warnstreiks von langer Hand vorbereitet zu haben. Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Ja, das stimmt. Sie sind von langer Hand vorbereitet. Schriftlich teilte Amazon mit, ein Einzelhandelstarifvertrag mache in einem Logistikzentrum keinen Sinn. Die Auslieferung der Bestellungen sei bisher durch den Streik nicht gefährdet.